Auch wenn jetzt die Diskuswerfer unterwegs sind, wir sollten ihnen zunächst, um sie rundherum zu informieren, einen Lauf zeigen oder zwei Läufe zeigen, an denen zwei deutsche Läuferinnen beteiligt gewesen sind, nämlich 100 Meter Hürden-Semifinale. Ich bitte deshalb, die magnetische Aufzeichnung abzufahren. Den Wagner, jetzt der deutsche Meister, vielleicht auch nochmal kontern könnte. Allerdings, die amerikanischen Diskuswerfer sind außerordentlich stark. John Powell aus den USA, der Jahresweltbeste in diesem Jahr. Hat sich vielleicht geringfügig verbessert. Nein, glaube ich noch nicht einmal. Er liegt im Moment auf Platz 4 mit 64,68 Meter. Auf keinen Fall hat er damit Rolf Danneberg gefährdet. Paul, ein Mann, der schon über 71 Meter geworfen hat, der 1975 bereits mit 69 Meter... Wir sind noch einmal beim Diskuswerfen. John Powell aus den USA hat sich nicht verbessert. Etwa 65 Meter weit.